Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen ÖPNV-News. Lotus hat sein Geburtstagspatch veröffentlicht mit vielen tollen Inhalten. Welche das sind, erfahrt ihr hier im Video. Lotus hat es gemacht. Lotus lässt seinen Multiplayer auf die Öffentlichkeit los. Von der geschlossenen Beta geht es jetzt in die öffentliche Beta und jeder darf sich diesen neuen Modus mal anschauen. Am Sonntag, den 15.09.2019, geht's los mit einer Einführungsfahrt in den Multiplayer zusammen mit den Entwicklern. Eine Uhrzeit steht allerdings noch nicht fest. Es gibt neben dem Multiplayer auch noch weitere tolle Neuigkeiten. So wurden jetzt die Performance im Simulator noch einmal angepasst, was die FPS zugutekommen soll. Auch gibt es jetzt einfache Anforderungen und können jetzt schon auf der Karte Diorama getestet werden. Zudem gibt es jetzt einen einstellbaren Rollwiderstand, in Klammern Grundwiderstand und Kurvenwiderstand, der allerdings noch ein wenig justiert werden muss. Auch gibt es Neues vom Map-Editor. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, die Sichtweite zu reduzieren, um eine bessere Performance zu erhalten. Auch gab es hier weitere Performance-Optimierungen. Zudem kommt, dass ihr jetzt im Map-Editor komplexere Signale setzen könnt. Es gibt 4 neue Script-Befehle zum Auslesen der FIS-Routen und neuer Content ist auch mit enthalten. So gibt es jetzt diverse Signaltafeln, unter anderem ST2, W14, Haltetafeln und Geschwindigkeitssignale. Und das war noch längst nicht alles. Die vollen Patchnotes findet ihr unter dem Link in der Videobeschreibung. Jetzt heißt es also, Sonntag zusammen mit euch auf der Karte Diorama ein paar Runden drehen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr mitfahrt, wenn ihr mit im Livestream dabei seid. Und bedanke mich natürlich wieder mal fürs Zuschauen, für diese kurzen News. Aber das musste leider raus. Die Patchnotes zum Geburtstag, die dürfen halt einfach nicht fehlen. Alles, alles Gute hier von unserer Seite an Lotus. Aber wir machen es mal lieber nicht zu früh, das bringt Unglück. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und wir hören uns am Sonntag wieder.